Nein, das ist nicht so cool. Tom, du bist nicht so cool. Alles klar, meine Freunde. Willkommen zu neuen Vlog von Topgras. Hier ist wieder euer Butterbrot 95. Frisch aus der Brotschneidemaschine. Aus der Waschmaschine. Aus der Brotschneidemaschine. Alles klar. Hier ist wieder euer Toastbrot 95. Willkommen zu einer neuen Folge von euren sexuellen Boys. Marcel. Hallo. Und Linus. 46117. Rentnerinterview. Ist Krieg. Leute, es ist unangenehm, im Apple Store zu filmen. Echt jetzt? Wir haben gerade ein sexuelles Video gedreht im Apple Store. Sollen wir es drauflassen oder nicht? Rose Gold. Es ist in Zeitlupe. Leute, ich sag's euch nur einmal, es ist ziemlich peinlich, in einem großen Einkaufshaus zu filmen. Macht es nie. Don't try this at home. Never! Warum at home im Einkaufszentrum? Stell dir vor, das sind deine Zuschauer. Hallo. Tschüss, Tom. Juni später im Planschbecken ab, ne? Da könnten euch irgendwann im Laufe des Tages, was wir geplant haben für den Oktober. Das wird weggepiepst. Und ihr wisst immer noch nicht, was das wird. Nur wird das wissen, ich verrate Tom, die ganze Zeit. Vielleicht halten die dich wieder in den Kommentaren für jemanden Spasti. Er ist ein Spasti. Der war hier in Zeitlupe. Nein, er ist kein Spasti. Jo Leute, es gibt mal wieder Neues von uns. Also Tom, krass, der krasse Tom. Blue Lights, die alles mal drei hat. Und ich, Matze Zero. Kennt mich wahrscheinlich nicht, aber egal. Ja, wir haben uns was Neues ausgedacht. Er kam aus der Mülltonne da drüben. Das war was ganz Neues. Ach ja, genau. Wir haben alle das sexuelle Shirt an. Muss sein, ne? Da kann man das nicht anlaufen. Können wir heute doch schaukeln? Ja, und warte, Tom will schaukeln? Ja, dann gehen wir schaukeln. Tom sieht zwar nicht so aus, aber Tom ist erst 9. Kann man ja gut erkennen, wenn man genau hinsieht. Ja, und wir sind hier gerade auf dem Olga-Park in Oberhausen. Kommt, Leute. Oberhausen. Wie beschreiben wir den, Lisa? Was ist der Olga-Park? Kiffertreff. Genau, Kiffertreff. Ja, und da hinten ist unser Wahrzeichen der Stadt, der Gasometer. Da ist etwas, wovon es keinen Namen gibt. Auf jeden Fall ist ein sehr beliebter Turm. Wollen da ist ein Förderturm. Und ganz hinten seht ihr den Gartendom. Warte, habe ich jetzt gerade Gasometer oder Gartendom dazu gesagt? Das ist der Gasometer. Du hast Gasometer. Alles klar, gut. Ja, da seht ihr vom Schaukeln. Und wo gehen wir hin, Lisa? Ich weiß gar nicht, ob man das gesehen hat, aber es sah richtig beschissen aus. Du gehst so 10 Mal in den Tisch, ne? Hast du dich gerade rausgekriegt? Ja. Ey, wir sind voll die Hardcore-Gangster, Mann. Stell dir mal vor, du gehst so 10 Mal am Tisch und so, guten Abend, wie geht's Ihnen? Und so, ja, was wollen Sie denn?
Schönen Abend noch. Leben am Limit. Wer mich festnehmen will, wird nix. Ich war nass, meine Haare sind aus, als ob ich dran geleckt hätte. Und ja, das ist ein bisschen eng. Aber ich fahre jetzt so nach Hause. Ich schlafe jetzt, glaube ich, gute Nacht.